Herzlich willkommen, du America-Fan da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Runde America eingeschaltet hast. Wir befinden uns ja hier in unserer mittleren Mitte, wo wir jetzt probieren, langsam mal den Gegner von unten ein bisschen einzuheizen. Ich glaube, ich scoute einfach mal runter und schau mal, ob wir jetzt nach unten gehen, wie die uns auf den Sack gehen werden. So. Wow, das wird ja gar nichts. Okay, laden. Beenden, da laden wir das auf dem Zweier, wo ich es, glaube ich, immer absichere. Ja. Okay, aber das war gar nicht so verkehrt, wenn wir da runtergehen. Und die Bar, weil das ist ja schon wieder der nächste Angriff. Es kann aber sein, dass sie sich dort sammeln, ne? Könnte sein, könnte möglich sein. Dass sie sich dort immer sammeln, dann könnten wir die nämlich eigentlich kaputt machen, ne? So, schnell zurück. Kommt. So, genau, komm der nächste. So, kommt. So, jetzt gehen wir mal zurück. Okay, wir wissen jetzt, wo der Feind ist. So, perfekt. Uns fehlen noch hier sechs Goldmünzen. So, ich glaube, hier in dem Berg war ja Gold. Ist ja für uns aber momentan noch unerreichbar. Sehr schön, wir können das TNT ausrüsten. Obwohl, wir könnten ja eigentlich expandieren, ne? Obwohl, ne, die gehen uns nur auf den Sack da mit den Kanonen, ne? Das halten wir nicht. Okay, unsere Armee ist wieder fertig. Ich speichere nochmal. Die Armee ist ready. Gucken wir nochmal nach unten. Ob jetzt nochmal ein paar dazu kamen, Kanonen und so. Abchecken. Weil wenn die jetzt jedes Mal kaputt machen, ist es perfekt. Das ist nämlich gut. Sehr gut. Ja, dann setzen wir die jetzt mal hier hin. Ich würde die mal hier hin hocken. Okay, dann brauchen wir, glaube ich, noch diese komische Waldhütte, ne? Wisst ihr was? Dann baut mir bitte noch einen Truckstore. Damit wir dann schneller Geld kriegen. Sondern die Nahrung auch verkaufen können.
Das war hier unten, ne? Ich will expandieren, ich will das Gold haben, ne? Das kriegen wir halt nur. Machen wir 3 Stück. Das kriegen wir halt wirklich nur. Nahrung verkaufen. Klappt es schon? Ne, 200. Das ist hier, glaube ich, ne? Hier saß das Gold, ja. So, direkt nochmal hier abchecken. Kanonen sind unsere Feinde. Ist halt echt so. Ja, da rollt doch schon wieder eine. Sehr schön. Aber das Gute ist, wie gesagt, mit unserer Selbstheilung kriegen wir das auch hin. So, ihr kommt mal hierher. Ah, Moment, 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 bevor ich jetzt hier Gold. Oh, da ist mein Kellersche. Ja, perfekt. Oh, ach, geil. Wow, wow, wow. Okay, das will ich haben. Dementsprechend brauchen wir jetzt hier ein Goldlager. So. Kriegen wir da noch ein bisschen. Hey, aber wo sind unsere. Wo sind die komischen. Diese komischen Typen? Ich dachte, die können wir hier irgendwo. Ich dachte, die können wir hier ausbrüsten irgendwo. Okay, die Aufklärung will ich auf jeden Fall haben. Okay, Boss. Nö, das brauchen wir eigentlich nicht. Und noch 2. So, dass wir da wenigstens noch ein bisschen was machen können. So, passt, passt, passt. Wir expandieren gerade ein bisschen. Okay, es scheint so, als wenn der große Angriff von denen vorbei ist, ne? Wäre natürlich nice. Heißt es jetzt für uns Ausdauer? Was ist damit gemeint? So, der holt Gold. Perfekt. Wir schauen nochmal. Immer scouten. Immer den Gegner beobachten, was er macht. Okay. Das ist dann natürlich wild, ne, wenn wir jetzt dann hier alles kriegen. Zack.
Schnapp dir ein Pferdchen, mein Bandenchef. Jetzt bin ich mal gespannt mit dieser Aufklärung. Okay. So, vor allem unser Bandenchef muss da dabei sein. Scheiße. So, gönnt euch mal. Perfekt. Boah, die haben echt richtig viel Kanonen noch. Okay. Scheiße. Mann, mal die Ausdauer noch. So. Die haben aber keine Goldmine mehr. Eigentlich rein theoretisch können die gar nicht mehr produzieren, ne? Natürlich krass wäre es, wenn wir hier reinkommen. So, da reingehuscht. Und dann die Kanonenfabriken kaputt gemacht, ne? Können wir mal testen, komm. So einen kleinen Hinterhalt. So, wurde einfach reingemarschiert. Wie gesagt, wir müssen die unbedingt wegmachen. Sehr gut. Ja gut, wir müssen nur reinrennen und dann könnten wir eigentlich... Sollen wir es mal probieren? Komm, wir rennen einfach mal rein. Ja, das macht wenig Sinn. Es ist einfach nur ein sinnloser Massenselbstmord, ne? Boah, das ist einfach... Nee, das macht hier überhaupt keinen Sinn. Nee. Das Gute ist, da kommen noch ein paar Kanonen auf uns zu, ne? Sehr gut. Ja, das macht keinen Sinn.
Wir müssen irgendwie diesen Turm da kaputt machen. Wir müssen brauchen vor allem, müssen wir den hier kaputt machen. Irgendwie den kaputt machen, damit wir dann hier mal reinmarschieren können und den erstmal die Kanonen kaputt machen könnten. So irgendwie, ne? So, dann sammeln wir uns noch ein paar Revolverhelden. Und dann marschieren wir mal irgendwie so dahin, ne? Weil die sind unsere größte Gefahr noch. Wirklich unsere größte Gefahr sind die paar da. So, Zweier. Dieses Fort vor allem macht uns richtig noch Probleme, ne? Schade, ich weiß gar nicht, warum mir diese Kanonentypen nicht... Aber diesen Dynamit-Typen nicht haben. Oder weißt du was? Wir machen hier so... So. Ja, dann ballern wir halt mit dem... Wir müssen auf jeden Fall das Fort wegkriegen. Wenn wir das Fort weg haben, die Türme sind uns erstmal scheißegal. Das Fort ist uns erstmal wichtig. Irgendwie das Fort wegballern. Und dann können wir reinmarschieren, weil dann ist das Fort weg. Und dann könnten wir... So, ich möchte... Nein, warum immer auf den Bandenchef, ey? Scheißdreck. Ja, dann gibt's halt einen neuen. Ihr zwei, ihr könnt mal kurz helfen. Ja, Spiel. Ist auch eine gefährliche Position hier, ne? So, und noch einen Bandenchef brauchen wir wieder, ne? Attacke. Ach Gott, ach Gott, ach Gott.
Was Gutes, wir haben hier schon mal eine volle Armee. Und die Peitschenschwinger, ne, die werden schön was kaputt machen. So nice. Okay, wo ist der jetzt hinge... Wo rennen die hin? Hierher. Wo sind die entlang? So. Oh, die gehen mir aber schon gut auf den Sack, ey. So. Okay, wir haben die Mine mal leer geräumt. Alles klar. Ich weiß nicht, wo die nächste Mine ist, deswegen lassen wir das mal. So. Sehr gut. Dann speichere ich jetzt nochmal und dann probiere ich jetzt nochmal das Fort schnell anzugreifen. Dann hätten wir nämlich schon das Perfekte für die nächste Folge und dann könnten wir nämlich... Eigentlich könnten wir es ja so machen, ne? Dass wir jetzt probieren, noch schnell das Lager hier auszumerzen. So, jetzt hier mach schnell alles kaputt machen. So, jetzt erstmal hier runter die Kanonenfabriken kaputt machen. Los. So, komm. Ihr könnt mal schnell mitgehen. Haben wir hier das alles mal kaputt gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm.
Sehr gut, jetzt triggern wir die ein paar. Dann können wir uns nämlich in Ruhe aufbauen, ne? Die stressen uns dann nämlich nicht mehr. Die Peitschenschleuder sind echt nice, ne? Dann haben wir doch schon mal die erste Instanz hier gelöst. Das habe ich einfach nur aus Rache gemacht. So. Wir sollen hier die Rinder hinbringen. Hier sind wahrscheinlich welche, ne? So stark wie wir sind. Wir können schon wieder einen neuen Bandenchef machen, ne? Ah, nö. Irgendwo ist unser Bandenchef, okay. Crazy shit. So, wir können jetzt erstmal hier wieder in die alte Ordnung zurückkehren und hier erstmal alles so machen. Perfekt. Boah, komm, da holen wir uns noch ein paar Peitschemänner. Da will ich mir das nochmal angucken jetzt mal hier. Okay. Das ist so ein Haufen Native Americans. Okay. Viele. Sehr viele. Heißt jetzt für uns was? Missionsziel. Stehlen Sie von den Apachen im Westen und von der Ranch im Südwesten. 40 Rinder. Bringen Sie anschließend... Oh. Okay. Das heißt, wir speichern jetzt erstmal drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.